Was gibt dir Sicherheit? Was gibt dir Sicherheit in deinem Leben? Ist es vielleicht dein Geld? Ist es die Politik, das Land, in dem du lebst? Ist es deine Arbeit, deine Familie oder vielleicht auch einfach deine Versicherungen? Ich weiß, wir haben Ende Mai, aber bei der Vorbereitung musste ich an den Nürnberger Christkindlesmarkt denken. Und nicht an den Glühwein und die Lebkuchen, sondern an das, was dir begegnet, wenn du ihn betrittst. Für deine und meine Sicherheit stehen da seit dem Anschlag in Berlin 2016 an jedem Eingang Polizeiwagen und Polizisten. Sie stehen da für unsere Sicherheit. Aber was für ein Gefühl löst es denn bei dir aus? Was für ein Gefühl löst es bei dir aus, wenn du diese Polizisten beim Betreten des Christkindlesmarkts siehst? Also mich erinnert es an das, was passiert ist. An die Gefahr, die dadurch eingedämmt werden soll. Ich sehe die Sicherheit und frage mich, reicht das denn? Im Falle des Falles, können diese paar Polizisten wirklich für meine Sicherheit sorgen? Und so verunsichert mich die Sicherheit total. Oder warum brauchen wir finanzielle Absicherung? Weil wir Angst haben, dass ich eine Zeit lang vielleicht kein Geld mehr verdienen kann. Weil ich Angst habe, dass was Unvorhergesehenes passieren könnte, was mich finanziell vielleicht in den Ruin stürzen könnte. Und ich denke, so kann es in vielen Bereichen in unserem Leben sein, wo wir uns Sicherheiten aufbauen. Reicht das Geld denn im Falle des Falles? Reicht das, was ich auf der hohen Kante habe? Oder sollte ich nicht noch mehr anhäufen? Und ich bin gespannt, wie es nach dieser Krise weitergeht. Die Leute werden sich anschauen, wie ihre Sicherheitsnetze funktioniert haben. Ihre Sicherheiten, die sie sich aufgebaut haben. Und sie werden entscheiden, ob es genug war oder ob sie für die Zukunft noch mehr Sicherheiten aufbauen müssen. Und heute wollen wir uns mal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Unsicherheiten anschauen. Es geht um die Berufung von Abraham. Und dazu lese ich von 1. Mose 12, Vers 1 bis 4. Super. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deines Vaters Land und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. In Abrahams Zeit waren die Sicherheiten, die man hatte, Familie. Also nicht nur Mama, Papa, Kind, sondern Großfamilie oder Clan. Es hat es Sicherheiten gebracht, wenn du Verwandtschaft hattest, die hinter dir stand. Wenn mal wieder ein Nachbar, also Nachbarvolk, Streit oder Krieg mit dir anzetteln wollte, dann war es gut zu wissen, dass du Leute hinter dir stehen hast, dass du deinen Clan hinter dir stehen hast. Es hat wirtschaftlich Sicherheit gegeben, Handelspartner zu haben, die man kannte. Es hat Rentenabsicherung gegeben, wenn man wusste, meine Großfamilie wird sich um mich, wird sich um mich kümmern im hohen Alter. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham wird dreifach aufgefordert, seine Sicherheiten zu verlassen. Geh aus deinem
Vaterland. Geh aus deinem Vaterland, das Land, womit er so viele Erinnerungen oder wo so viele Erinnerungen mit verbunden sind. An diesem Brunnen haben wir immer gespielt. Dort hat mir mein Vater das erste Mal gezeigt, wie ich Schafe scheren kann. Hier waren wir immer schwimmen. Da bin ich mit der Herde langgelaufen. So viele tolle Erinnerungen, die an sein Vaterland geknüpft sind. Erinnerungen, die ihm irgendwo auch Sicherheit geben. Mit dem Vaterland sind aber auch andere Sachen verbunden, die Sicherheit geben. Er kannte sich aus. Er wusste, wo gute Weideplätze sind. Er wusste, wo die Brunnen sind, wo die Quellen sind, wo er sein Vieh hinbringen kann zum Tränken und zum Füttern. Er kannte seine Neighborhood. Er kannte sich aus und wusste, wie der Hase hier läuft. Er kannte seine Nachbarn und hat dadurch viele Sicherheiten gehabt. Zu welcher Jahreszeit kann man wo sein mit seinem Vieh? Und dann natürlich ist es auch Heimat. Das Zuhause, der Ort, wo man eben sein kann. Der zweite Ruf in die Unsicherheit von Gott ist, geh von deiner Verwandtschaft, von deiner Familie, von deinen Freunden, von deinem sozialen Netzwerk. Dort, wo du bist, wo die Leute dich kennen, wo du schon wer bist. Dort, wo vielleicht deine engen Handelspartner sind und dort, wo du durch dein Netzwerk irgendwo auch Macht hast in dieser Region. Lass das hinter dir. Geh in ein neues Land. Und die dritte Aufforderung, geh aus deines Vaters Hause. Bisher war er immer der Sohn Terachs. Also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber ich stell mir das so vor. Der Sohn Terachs, das hat den Leuten was gesagt dort. Das hat den Leuten, da hat was mitgeklungen. Aha, Terach, der aus Ur kam und sein ganzer Clan und wer da alles dazugehört. Der Sohn Terachs, er hatte einen Namen, er war jemand, er hatte Standing in der Region und jetzt soll er gehen. Und er soll dieses hinter sich lassen, er soll sein Vaterhaus zurücklassen, weil er nun selbst sein eigenes Haus gründen soll. Und auch dieses Vaterhaus hat ihm irgendwo auch Sicherheit im Alter gegeben. Ein Mann, der selber keine Kinder hatte mit seiner Frau, der auf seine Familie angewiesen war, der auf sein Vaters Haus angewiesen war, um im Alter versorgt zu werden. Und wenn wir uns das so anschauen, dann geht es hier eigentlich gar nicht um Hoffnung gegen die Unsicherheit. Was macht Gott hier denn eigentlich? Er ruft Abraham aus seiner Sicherheit in die Unsicherheit. Er sagt, ich will dir was zeigen, ein Land, was ich dir geben möchte. Kommst du mit? Und Abraham kann sich hier entscheiden. Will er sich weiterhin auf seine Sicherheiten verlassen oder möchte er sich auf das Abenteuer mit diesem Gott einlassen und ihm vertrauen? Abraham war ansässig in Haran. Aber Gott hat ihm gesagt, ich brauche dich in Bewegung, um dir zeigen zu können, wer ich bin und wie ich bin. Hier in Haran kann ich das nur begrenzt tun. Und außerdem habe ich ein anderes Land für dich, das ich dir geben möchte. Und das ist ein ständig wiederholendes Muster in der Bibel. Gott ruft Menschen dazu, sich auf den Weg zu machen, Sicherheiten hinter sich zu lassen und ihm zu vertrauen, um sie in seine Schule zu nehmen, um ihnen zu zeigen, wer er ist und wie er ist. Weil ich glaube, wenn es zu bequem für uns wird, für uns als Menschen wird, kommen wir meistens auf ziemlich dumme Gedanken. Ein Kapitel vor der Berufung von Abraham lesen wir vom Turmbau zu Babel. Die Menschen sind zu bequem geworden.
Sie sind zu ansässig geworden. Ihnen ging es zu gut. Sie wurden zu übermütig und wollten sein wie Gott. So sind die meisten Menschen. Wenn es uns zu gut geht, werden wir übermütig. Wir glauben, dass wir alles aus eigener Kraft schaffen können. Dass wir für uns selbst sorgen können. Wir glauben, dass unsere Bestimmung ist, die persönliche Selbstverwirklichung voranzubringen. Dass es eigentlich nur um uns geht. Und deshalb ruft Gott Abraham hier auch in Bewegung, um ihm zu zeigen, wer er ist. Abraham macht sich auf den Weg und geht damit in die Schule Gottes. Und wenn ihr dann weiterlest, die nächsten Kapitel und Geschichten, da sehen wir dann, welche Lehreinheiten Gott für ihn hat. Er erlebt, dass er Gott wirklich vertrauen kann. Dass Gott ein Gott ist, der für ihn kämpft. Ein Gott ist, der ihn segnen will und der ihn segnet. Er erlebt, wie mächtig Gott ist und dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und Abraham erlebt auch, wie Gott mit seinem Unglauben umgeht und wie er zu seinen Verheißungen steht. Und ich glaube, manchmal müssen wir auch unsere Sicherheiten aufgeben, um mal wieder in die Schule Gottes zu gehen. Als Mary und ich vor der Entscheidung standen, ob wir die Gemeinde in Ingolstadt gründen möchten oder weiter hier in Nürnberg bleiben, gingen Mary und mir ziemlich viele Gedanken durch den Kopf. Also wir haben uns in Nürnberg super wohl gefühlt. Wir hatten eine schöne Wohnung, tolle Leute um uns herum. Unsere besten Freunde waren nur ein kurzer Fußmarsch von uns entfernt. Tolle Arbeitsplätze und Leute, die uns und unsere Arbeit geschätzt haben. Wenn man so will, hatten wir viele Sicherheiten in Nürnberg. Und einige haben auch gesagt, es wäre doch dumm, das Ganze hinter sich zu lassen und Nürnberg zu verlassen. Für uns wurde es aber klar, dass wir gehen sollen. Uns wurde klar, dass Gott uns wieder in Bewegung ruft. Dass Gott uns herausfordert, einen Teil unserer Sicherheiten aufzugeben, um wieder mal in seine Schule zu gehen. Und völlig unabhängig davon, ob es eine komfortable oder eine clevere Entscheidung ist. Es war eine Entscheidung ins Ungewisse oder ist eine Entscheidung ins Ungewisse. Allein mit dem Wissen, dass Gott uns nicht allein lassen wird. Hey, vielleicht ist es genau das, was Gott gerade zu einem von euch sprechen will. Vielleicht will Gott dich mal wieder in Bewegung rufen. Dir sagen, geh, ich will dir ein Land zeigen, was ich dir schenken möchte. Nicht, weil es dann alles viel besser wird. Abraham hatte auch auf seinem Unterwegssein mit Gott immer wieder Angst um sein Leben. Aber um wieder neu in die Schule Gottes zu gehen, ihm wieder neu zu vertrauen und ihm die Chance zu geben, uns zeigen zu können, wer er ist, lohnt es sich. Vielleicht spricht Gott zu einem von euch heute, dass du dich auf den Weg machen sollst. Vielleicht auf dem Weg mit nach Ingolstadt oder nach Bamberg. Vielleicht aber auch in eine ganz andere Sicherheiten aufzugeben und sich in die Unsicherheit und die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Und eines zeigt uns da die Bibel eindeutig. Es war nie umsonst, wenn Menschen sich auf den Weg mit Gott gemacht haben und sich ihm komplett ausgeliefert haben. Wir halten also fest, es geht nicht allein gegen die Unsicherheit, sondern manchmal geht es auch in die Unsicherheit hinein, um Gott besser kennenzulernen und uns von ihm abhängig zu machen. Mein zweiter Punkt ist für Gott als Nomade unterwegs. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4.
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Wir lesen davon, dass Abraham diese Unsicherheit eingeht und sich in das Abenteuer mit Gott stürzt. Abraham wird zum Wanderer. Abraham wird zum Nomaden. Ein Nomade, der viele seiner Sicherheiten aufgibt, um mit Gott unterwegs zu sein und sich abhängig macht von diesem Gott. Aber Gott lässt ihn nicht nur damit zurück, dass er ihm alle Sicherheiten nimmt, sondern er gibt ihm auch etwas. Er gibt ihm Verheißungen. Bei Abraham sind es diese Verheißungen. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ein großes Volk. Später kriegt er eine neue Verheißung. Schau zum Himmel, wie viele Sterne siehst du es? Genauso unzählig, wie diese Sterne sind, werden deine Nachkommen sein. Ein großes Volk wird Gott aus ihm machen. Das, was er verloren hat, wird er vielleicht tausendfach auch hier zurückbekommen. Er wird einen großen Namen aus Abrahams machen. Er wird nicht mehr nur der Sohn Terachs sein, ein Abraham wird ein Name sein, den man kennt. Abraham wird ein Name sein, wo die Völker kennen. Und er sagt, ich will segnen, die dich segnen und ich verfluche die, die dich verfluchen. Das heißt, wenn jemand für dich ist, dann ist deine Freunde sind meine Freunde und deine Feinde sind meine Feinde. Ich bin voll und ganz auf deiner Seite. Und das ist, glaube ich, der erste Schlüssel, den wir in Zeiten der Unsicherheit brauchen. Gottes Verheißungen über unser Leben. Wenn mich die Fragen der Unsicherheit überkommen, wie zum Beispiel, wie soll das werden? Was wird mich in Ingolstadt erwarten? Bin ich überhaupt der Richtige für diesen Job? Oder was bedeutet das für meine Familie, dieser Umzug, neues soziales Umfeld, Arbeitsstellen? Dann halte ich mich immer an bestimmten Versen und Verheißungen Gottes fest. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du sicher auch schon deinen eigenen Verse für solche Zeiten haben. Für mich sind es Verse wie Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder Römer 8, Vers 31 bis 39. In 31 steht zum Beispiel, wenn Gott für mich ist, wer kann da noch gegen mich sein? Oder 38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Oder Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Weitere zukommen. Oder Matthäus 7, Vers 11, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Es ist gut, sich diese Verheißungen tief ins Herz zu schreiben. Wenn Gott uns nämlich herausfordert, unsere Sicherheiten aufzugeben oder unsere Sicherheiten durch irgendetwas Unvorhergesehenes uns genommen werden, dann können wir Gott bei seinem Wort nehmen und uns neue Sicherheiten suchen oder neue Sicherheit bei ihm suchen. Und das ist ja der Witz oder der Clou, der Jumping Point, also der springende Punkt an der ganzen Sache. Wir geben Sicherheit auf, um neue Sicherheit zu finden. Wir geben dieses Schlauchboot mit Riss in Seenot auf, um ans rettende Ufer zu kommen.
Gott gibt uns aber nicht nur Verheißungen, an denen wir uns festhalten können, sondern er gibt uns auch einen Auftrag. Abraham bekommt den Auftrag, du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und ich glaube, als Abraham diese Worte von Gott bekommt, war ihm sicher nicht klar, was das alles zu bedeuten hat. Er hat einen Auftrag bekommen, der meines Erachtens undeutlicher nicht sein könnte. Was bedeutet das denn? Du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Aber auch wenn er nicht wusste, was dieser Auftrag genau zu bedeuten hat, zog er los. Und ich finde, oft genug geht es mir als Christ genauso. Ich habe den Auftrag, Salz und Licht zu sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, wenn wir warten, bis wir es verstanden haben, was es bedeutet, dann werden wir nie Salz und Licht sein. Aber wenn wir einfach uns auf den Weg machen und diesen Auftrag annehmen und mit Gott losziehen, werden wir sehen, was es eigentlich bedeutet. Ob es was ist, wo du jemanden besonders wertschätzen konntest und demjenigen so einen neuen Wert, seinen eigentlichen Wert geben konntest, zeigen konntest, wie wertvoll er gemacht ist. Oder ob du vielleicht für jemanden beten konntest, für jemanden von Gottes Liebe erzählen konntest. Oder auf irgendeine andere Art und Weise Salz und Licht sein konntest. Und dieser Auftrag gibt Abraham für sein Leben einen ganz neuen Sinn. Er hätte in Haran bleiben können, hätte dort in seiner Sicherheit und sicherlich ein schönes Leben gehabt. Das ist Syrien angegangen, wegen sicherlich wahrscheinlich. Er hätte mit seiner Sicherheit ein schönes Leben gehabt. Er hätte seine Viehzucht betreiben können, vielleicht ein bisschen Ackerbau und so seinen Lebensabend einfach ausklingen lassen. Aber weil er Gottes Aufforderung gefolgt ist und sich darauf eingelassen hat, wird er ein Teil von Gottes großen Plan, die ganze Welt zu segnen. Er wird der Mensch, durch den Gott die ganze Welt segnen wird. Und wenn er auch es nicht genau wusste, wie wird das Ganze denn vonstatten gehen, ist er ein Teil von Gottes großen Plan geworden. Und mich erinnert diese Berufung von Abraham an das, was Gott durch Jesus jedem Menschen anbieten möchte. Lass dich auf ein Leben mit mir ein und folge mir nach. Ich nehme dich in meine Schule und zeige dir, was ich über dich denke und was für ein neues Leben ich für dich habe. Du musst dafür vielleicht einiges zurücklassen, aber ich gebe dir die Verheißung, dass ich immer bei dir sein werde. Und ich gebe dir einen Auftrag, der dich teilhaben lässt an meinem großen Wirken in dieser Welt. Und das Coole ist, als Startschuss nehme ich dir all deine Schuld weg, die du mir gegenüber hast, weil ich sie bereits für dich bezahlt habe. Wir bekommen einen neuen Sinn in unser Leben. Es dreht sich nicht mehr alles nur um uns, sondern wir sind hier, um an Gottes Reich teilzuhaben und es überall hinzutragen, wo wir hinkommen. Und ich denke, Abraham und seine Berufung haben uns einen neuen Blickwinkel auf die Unsicherheit gegeben. Manchmal müssen wir erst unsere Sicherheiten loslassen, um Gott zu begegnen und uns dahin bringen zu lassen, wo er uns haben will. Das ist auch meine zentrale Idee für die Woche. In der Unsicherheit Gott begegnen. In der Unsicherheit Gott begegnen, weil er seine Verheißungen
wahrmachen wird, weil er bei uns ist, weil er uns manchmal in Bewegung braucht, weil er uns manchmal aus unserem Komfort rausholen muss, um zu uns zu sprechen, um zu zeigen, wie er für uns sorgen will. Wenn wir nur für uns selbst sorgen wollen, wie kann Gott da für uns sorgen? Aber wenn wir uns manchmal herausfordern lassen, uns Sicherheiten hinter uns lassen, uns auf das Abenteuer mit Gott einlassen, dann kann er zeigen, wie er ist, wer er ist und wer er für dich sein möchte. Dein Gott, der für dich sorgt, der dich kennt, der für dich kämpft, der an deiner Seite ist, der nie von deiner Seite weicht und der dir vergibt immer wieder, auch wenn du auf diesem Weg Fehler machst. Abraham hat große Fehler gemacht und er hat oft versagt und trotzdem ist Gott treu mit ihm weitergegangen. Aber er musste losziehen. Er musste losziehen und Sicherheiten hinter sich lassen. Er musste sich auf dieses Wagnis einlassen und in die Unsicherheit gehen, um zu sehen, dass Gottes Verheißungen wahr sind und um einen neuen Auftrag zu bekommen, der ihm einen neuen Sinn in sein Leben gegeben hat. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du uns rufst. Danke, dass du uns rufst in deine Nachfolge und dass Nachfolge nichts was ist, wo wir stehen bleiben, sondern dass es das ist, was mit Bewegung zu tun hat, dass wir unterwegs sind mit dir. Danke, dass du immer wieder Menschen in der Bibel in die Bewegung rufst, in die Abhängigkeit zu dir rufst, dazu aufrufst, Sicherheiten aufzugeben, um zu zeigen, wer du bist. Und ich danke dir, dass du dein Wort voll ist mit Verheißungen für uns. Und wir wollen uns daran festhalten, in Zeiten, wo wir vielleicht gerade Unsicherheit erleben. Wir wollen unsere Sicherheit bei dir suchen. Wir wollen uns nach dir ausstrecken und schauen, was du uns zeigen willst, wo du uns in deine Schule nehmen willst. Herr, ich bitte dich, dass wir diesen neuen Blickwinkel einfach einnehmen können. Dass da, wo wir in Stürme geraten, wo wir uns verunsichert fühlen, dass wir wirklich nach dir suchen, dass wir uns an deine Verheißungen halten und wirklich dich nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen dürfen. Herr, und ich bitte dich auch für die, die gerade einfach von Unsicherheit überrollt werden und sagen, ich kann nicht mehr glauben. Wir wollen für sie glauben und wir wollen für sie da sein. Wir wollen aussprechen, dass Gott bei euch ist. Wir wollen aussprechen, dass Gott für euch ist und euch sieht und euch kennt und für euch sorgen will. Ja, sei du ihre Zuflucht, sei du ihr Trost und sprich du ihnen zu, was du für sie hast. Danke dir, Jesus. In deinem Namen, Amen. Und gemeinsam wollen wir noch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.